Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, Part 41 von mir auf 94. Im letzten Part sind wir hier in diese Engelsburg, also in diese Burg namens Engelsburg eingedrungen und haben ein paar Wachen mit der Armbrust eliminiert. Du darfst nicht hier oben sein! Und, oh shit. Fuck, fuck, fuck. Alter! Komm halt mal einfach so um die Ecke. Scheiß Idiot. Fick dich. So, und deswegen wollte ich nämlich erst um die Ecke gucken. Mann. Der ist uns schon letztes Mal auf die Nerven gegangen. Da haben wir den auch gekillt. Hm, vielleicht soll ich mir das mal auf irgendeinen Shortcut legen. Nee. Passt. So, irgendwelche Wachen hier. Unten irgendwas? Nö. Ah, hier war doch einer drin. Jo. Oh, mein Rücken. Bitte, könnt ihr mir diesen Wasserkrug reichen? Ich komme nicht heran. Kann ich euch noch was besorgen, Prinzessin? Connection lost. Fuck. Ja, Teamspeak Connection kackte gerade ab. Alter. Geht doch. So. Nun hoffe ich mal, dass Teamspeak mich gleich wieder connectet. Was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucretia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, ja. Bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Warte mal. Ich mache jetzt mal keinen Cut. Ich erzähle euch nämlich jetzt mal, wie ich wieder Internet bekomme. Ich gehe jetzt einfach mal hier so um meinen Schreibtisch drumherum. Hallo Katze. Sie sitzt gerade auf meinem Rechner, weil es so schön warm ist, ne? So, und dann einfach LAN-Kabel. Einmal... Ach, da brauche ich beide Hände für. Einmal rausziehen. Wieder reinstecken und einmal zuhören jetzt. Jetzt ist es drin. Connected. Passt. Und schon sind wir wieder verbunden. Scheißdingen. Aber hey, ich weiß ja, wie man es fixt. Ja, Verbindung zum Server wieder hergestellt. So, kurz mal wieder Headset richten. Bin hier gerade aufgestanden. Brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Haben wir schon die Sequenz beendet oder warum steht da ein Ausrufezeichen beim Animus verlassen? Egal, weiter. So. Femme fatale oder femme fatale. Femme fatale. So. Den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucrezia Borgia bringen. So, und es sieht aus. Nein, das sind nicht wir in dem Wachen-Dings-Outfit. Das ist irgend so ein alter Mann. Nicht mehr als 10 Quadratmeter Gesundheitsanzeige verlieren. Ja, scheiße, dass wir keine 10 haben, ne? Wir haben 8. So, dann würde ich gerne mal hier den Typen ausrauben. Sie haben E-Mails erhalten, um verlassen, um Posteingang zu überprüfen. Okay, dann machen wir das doch kurz. Ist ja gerade was neu angefangenes. Hoff ich mal. Und wehe, das ist jetzt irgendein Spam von GMX oder sowas. Dann hasse ich euch. Halt die Klappe. Nein, meine Katze ist nett. Nicht zu schnell aufstehen. Halt die Klappe, ich bin schon oben. Okay, ihr sagt immer noch nichts. Ich bin beschäftigt. Bla bla bla. So, sag mal meine E-Mails. Desmond Miles. Zugriff gewährt. Halt die Klappe. So, soweit ich weiß, war das letzte vom 21. oder 22. oder sowas. Ja, bla. Das hatten wir ja schon. So, Essen. Essen. Ich hole mir im Café in der Stadt was zu essen. Soll ich was mitbringen? Rebecca. Nee. Will ich nicht.
Ja, vom 22. Mal das letzte, jetzt ist das letzte vom 25. Also 22 bis 25 Mal angucken. Denn da müsste etwas Neues bei sein. Ja, 24. Wochenplan, den hat sie natürlich auch bekommen. Von Sean eine Antwort auf das Essen. Den leckeren Pastateller hätte ich gern. Danke, Sean. PS, ich habe keine Euros. Danke im Voraus. Ja, nett. So, nochmal was zu ihrem MP3-Player. Mein Nachtschränkchen. Sagt mir noch nichts. Von Sean. Was hat sie denn das letzte Mal geschrieben? Zwei AW und MP3-Player. Da. Danke fürs Abgeben. Wo war er? Okay. Dann, was gibt's denn noch Neues? Essen? Ja, ist klar. Und hier gibt es nichts Neues. Katze! Halt die Klappe! Die hat gerade am Bett gekratzt, warum auch immer. So, Sean Hastings. Wollen uns den mal angucken, was er so für Pornos bekommen hat. Ist klar, ist klar. Ich hole mir Kaffee in der Stadt und so weiter. Hier... Na... Gelöscht, ja. Und Lucy Stillmann. Gott, was für scheiß Namen. Ja, Eingang hatten wir, Ausgang. Hat sie nur den Wochenplan geschrieben. Arme Sau, muss immer den Wochenplan schreiben. Okay, und das war's auch schon. Also, so wichtig war das jetzt nicht. Toll, ich wollte laufen. Und das hat er als Beliebig-Taste angezeigt. Bleh. So, lass mich mal ein bisschen wieder rein. Gut. Und da sind wir wieder. Ach, boah, ich habe mich heute Nacht zweimal geweckt mit den Worten. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Boah, ich denke so, sag mal, habe ich gerade wirklich aufgenommen? Wenn ja, dann kann ich hier die Aufnahme löschen, die war so scheiße. Das hatte mich gerade ein bisschen daran erinnert, wie ich gesprochen habe. Ja. Ich habe ja auch schon gesagt, ich habe mich schon mal selber mit Let's Playen geweckt. Da habe ich wohl im Schlaf kommentiert, weil ich von Assassin's Creed geträumt habe. Und ja, das war kacke. Warte, ich höre Schritte. Andere Seite? Andere Seite ist nix. Jetzt muss ich aufpassen, falls mir irgend so ein Sack wieder entgegenkommt. Wo muss ich jetzt eigentlich? Soll ich nach unten? Ich glaube schon. Ach, warte. So. Hier ist was zum draufstehen. Ich wette, da kommt noch irgendwas, deswegen gehe ich mal direkt diesen Weg hier. Na, schwul. Okay, 10 Gesundheitsquadrate dürfen wir insgesamt verlieren, aber mehr nicht. Heißt, bitte nicht sterben. Ich höre auch was. Ach, das ist die Glyphe von außen. Wo lang geht's hier? Zum Kerker oder was? Scheint so. Irgendwie noch ein heruntergekommener Kerker, aber keine Ahnung. Sag mir mal bitte, ob das Soundverhältnis so gut ist oder ob ich irgendwie den Ingame-Sound leiser machen soll. Keine Ahnung, mir kam das vorhin so vor. Und hier sind wir falsch. Gut, dann müssen wir wohl wieder zurück. Beziehungsweise weniger gut, kein Bock auf zurück. So, Ecken gucken. Oh shit, da ist einer auf meiner Höhe. Hör mal, da ist kein Abgrund. Ha, ich kann es wegstecken, ohne zu schießen. So, bin ich denn jetzt hier richtig? Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verwitwet? Er brachte meinen Mann um. Oh. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir.
Meinetwegen. Aber das soll uns nicht stören. Nicht? Ich hüte unser Geheimnis. Lucretia. Nee, ich aber nicht. Deine Lippen rufen nach mir. Ehrlich? Wie heißt denn du? Was? Was ist passiert? Wird er gehauen oder was? Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. War die Tür vorher auf? Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Was? Ja, Signora. Boah, nee. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Scheiß da drauf, ob er dich liebt oder nicht. Ich nehme dich jetzt mit und fertig. Er liebt mich. Hör mal, du. Er liebt mich nicht. Er liebt. Hi. Bitte, fahrt und, fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucretia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Komm, wir spielen Fang. Ach so, gegen die Wachen kämpfen. Okay, machen wir. Hinter! Streckt diesen Hund nieder! Jetzt! Na komm. Aha! Schnappt ihn, Ragazzi! Ja, schnappt ihn bitte ein bisschen schneller, okay? Danke. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Psst. Ich möchte hier. Sie hat geschrien. So, Klappe. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Bogen? Körper ablegen, das hört sich an, als wäre die schon tot. Jetzt! Na. Fasst ihn! Nein, ich muss mich zum Kampf bereit machen. Passt. Zum Glück kann man dabei noch kontern. Komm her. Danke. Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Ach, halt die Klappe. Ey, wir heben die sogar hoch, glaube ich. Warte. Jo. Wisst ihr, was aus den Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Was hast du mit Katharina gemacht? Die hätte doch eigentlich auch nichts damit zu tun, also halt die Klappe. So, die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Pech! Einfach so! Nein, 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 nein. Du kommst mal wieder mit hier. Nein, das hat er nicht gesehen. Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig es zu durchschauen. Ekliges Weib. Nerv halt mal. So, weiter geht's. Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Schneller! Fasst den Bastard! So, und jetzt wieder. Ja, du rennst voll in die falsche Richtung, das weißt du, ne? So, aber nach die und nach Unwissenden sind leichte Ziele. Haben die leider was keine Wachen meine mehr. Worte sind vergeudet. Die der Richt sieht aus, als würde er pennen. Ach, hältst du jetzt endlich die Klappe, oder was? Danke. Danke. Wir haben Ruhe. Blödes Weib. Nerv halt mal. So, trotzdem haben wir bisher noch kein Leben verloren. Aber ich mache jetzt direkt den Cut. Egal, ob es noch eine halbe Minute geht. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.